Hallo zusammen, hier ist wieder Chelan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir jetzt mit Patch 10.1.7 und so spielen können. Und zwar in den Traumsprüngen. Und dazu müssen wir als erstes mal gucken, wo der Traumsprung ist. Bei uns hier aktuell in der ersten Woche ist er einmal in der Küste des Erwachens. Dieser Traumsprung wechselt die Gebiete durch. Und zwar ist es weekly, also immer in der WoW-ID-Woche. Bedeutet, in der ersten Woche ist er jetzt hier in der Küste des Erwachens. In der zweiten ID-Woche ist er wahrscheinlich in Onara oder in Naturblauem Gebirge und so weiter. Ne? Was können wir jetzt hier machen während des Traumsprungs? Naja, wir können einige World Quests abschließen bzw. Rares umhauen und Events erspielen, um dementsprechend hier eine Ressource zu erspielen. Die Ressource schimpft sich einmal Traumsprungvereinigung und die bekommt ihr durch alle möglichen Aktivitäten. Die beste Möglichkeit ist als erstes einmal die ganzen World Quests mitzunehmen. Da kriegt ihr relativ gut was von dem Stuff. Hier steht jetzt gerade 10 pro World Quest. Ich meine sogar, dass ich mehr gekriegt habe, bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Dann 25 für einen Rare Kill. Jeder Rare, den ihr umhaut, während des Traumsprungs aktiv ist, bekommt ihr die Ressource. Die könnt ihr aber leider nur einmal quasi pro Tag machen. Also ihr könnt die nicht endlos abfarmen. Unter anderem, was ich euch empfehlen kann, jetzt hier in der Küste des Erwachens gibt es hier einen Rare Spawn, wo dann auf einmal 5 oder 6 Rare spawnen. Wenn ihr die mitnimmt, kriegt ihr schon relativ viel. Dann ist es so, dass jede halbe Stunde, also um 1 Uhr, 1.30 Uhr, 2 Uhr, 2.30 Uhr und so weiter, hier unten ein Portal spawnt bei den Koordinaten 41, 77. Und da bekommt ihr auch immer so ein bisschen über 30 waren es, glaube ich, für den Boss. Den könnt ihr aber so oft machen, wie ihr wollt. Also den könnt ihr durchgehend farmen. Und zusätzlich ist es noch so, dass hier überall so kleine grüne Orbs rumfliegen. Da gibt es dann auch noch ein bisschen Ressourcen raus. Und was ich auch empfehlen kann, wenn ihr hier Mobs in der Zone umhaut, die können auch dieses Zeug droppen. Zwar immer ein bisschen weniger, aber wenn ihr sehr viele zusammenzieht, könnt ihr das auch halbwegs effizient farmen. Gut, was können wir uns damit jetzt kaufen? Naja, es gibt hier verschiedenste Händler, der für quasi den Traumsprungvereinigung haben wir jetzt hier einmal stehen. Und zwar bin ich am Rubinlebensbecken und dort haben wir verschiedenste Sachen. Wir haben unter anderem 2 Pets, die wir uns kaufen können, 2 Toys und wir haben einen Mount und das wollen wir uns jetzt angucken. Und zwar Dämmerschwingen Ohuna. Und ja, nebenbei gibt es auch noch einen Haufen Gear-Items, das Catch-Up-Gear, das ist sogar Blizzard-Account gebunden, das könnt ihr dann auf eure Twink schicken. Würde ich aber erstmal nicht kaufen, denn ihr seht, das Zeug droppt wie Hulle. Ich habe das jetzt mit ein paar Chars gefarmt und mal hier auf dem Main zusammengeschickt, also das kriegt man relativ gut. So, dann gucken wir uns das Mount an, das kostet insgesamt 1000. Ging jetzt eigentlich relativ schnell, die 1000 zusammenzuspielen, also es war jetzt nicht der Riesengrind, sage ich euch. Gut, dann lernen wir uns das mal und schauen uns das einmal an. Also Dämmerschwingen, da haben wir es. Und so ein ähnliches Model hatten wir, aber glaube ich ein bisschen heller gehalten. Und ja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Oh, das Maul ist komplett blau. Seht ihr das? Macht schon was her, das Mount. Schade, dass wir natürlich jetzt hier nicht mit rumfliegen können, ne? Weil auf den Dracheninseln kann man ja immer noch nicht mit normalen Mounts fliegen. Aber da es ein Vogel ist, gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus, dass es auch fliegen kann. Gut. Mehr gibt es hier eigentlich nicht zu zeigen. Wo jetzt die anderen Spots sind in den anderen Gebieten, kann ich euch jetzt zur aktuellen, in der aktuellen Zeit noch nicht zeigen. Aber da, wo die Händler sind, habt ihr immer das Symbol, also da müsst ihr ein bisschen gucken. Und für das Portal habt ihr auch immer ein Symbol auf der Map. Also wenn ihr das in den anderen Gebieten dann farmen wollt, weil ihr ein bisschen später dran seid, müsstet ihr das auch auf der Map gemarkt kriegen. Gut, das war's dann mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.